Hallöchen, liebe Zuschauer, heute zwei Partien in der Bundesliga. Natürlich auch eine englische Woche, das ist ja klar. Wenn es eine Chance gibt, dass es keine englische Woche gibt, weil wenn nicht international spielen, gibt es halt in der Liga eine. Von dem her. So, Abdul darf wieder ran. Und die Augsburger, wie ich es gesehen habe, wieder mit einer super Saison, sind auf Rang 4. Also die haben es wirklich ganz gut etabliert da oben. Cosimo de Palma für Josko wieder. Eduardo wollte eine kleine Pause haben, soll er kriegen. Und Mitch wieder für Martin. Felix Pasek auch nicht mehr unzufrieden, das ist schön. Man hat ja auch mit Abstand die meisten Partien gemacht. Ich glaube, geschont wurde er noch nie oder einmal, glaube ich nur. Da hat er wirklich nichts zu beklagen. In der Rückrunde werden es weniger Spiele, das ist klar. Ich hoffe mal, dass ihnen die bisherigen Partien auch so ein bisschen gereicht haben. Dass er sich denkt, ja, ich muss nicht mehr. Dem ist auch schon platt. Genau, kommst dann abends zur Pause. Schön gespielt und die Führung nach 25 Minuten. Und die Vorlage vom eben erwähnten Tenis Stamatou, der einen super Ball in die Tiefe gespielt hat. Auch wieder ein tolles Zuspiel. Likes tankt es wieder durch. Tolles Zuspiel auf Erling. Die Bayern wieder in Führung. Hab gerade gesehen, die Gladbacher schießen Ausgleich. Sehr, sehr gut. Was der Rekordmeister da wieder tut. Ein kleiner Soundbug mal wieder. Da sind die Fans wieder. Diese Grätsche sah ein bisschen brutal aus. Wurde aber nicht als Foul gewertet. Schade. Nur drei Schüsse. Ach stimmt, die Augsburger waren ja sowieso in der Mannschaft, wo es schwer ist, viele Gelegenheiten sich rauszuspielen, ne? Habe ich zumindest so in Erinnerung. Gut von innen. Komm, jetzt das zweite nachlegen. Ist ein starker Gegner. Ein Unentschieden, wenn stand jetzt ein zweiter Esposito. Perfekt. Tor und Vorlage Audrey Remy. Der macht's halt schon gut, ne? Der ist schön leichtfüßig, der Franzose. Hat natürlich einen super Abschluss. Ja,
Elias, ja doch, komm, wenn das da hier schon angezeigt wird, dass er das anscheinend kann. Ein paar Minütchen, da kommt er auch rein, haben sein Zentrum. Und wir haben drei Spieler mit einer gelben. Falco für Elias. Hab nichts dagegen, dass es eine Halbzeit wird, wo nichts passiert. Augsburg muss man auch erstmal schlagen, ne? Gut aufgepasst von Williams. Trotzdem Konter Elias. Ach. Okay. Wo war das jetzt, ein Highlight? War jetzt kein Schuss für beide. Also nichts Erwähnenswertes. 5 zu 5 Schüsse. Und 90% Passquote für die Augsburger. So eine sehr, sehr gute Leistung. Holland 3-0. Perfekt. Er ist gerade im Zeitpunkt der Flanke zurückgelaufen, sodass er nicht mehr im Abseits war. Und er schießt auch heute sein Tor. Krijovic, Vargas. Also immer noch ein paar Spieler von Startkader. Vom Startkader. Baku, ich denke mal Rieke Baku. Gibt natürlich noch seinen Bruder Makane Baku. Aber ich denke mal nicht, dass er so gut geworden ist im Spiel. Pausen. Na, da hat Mitch heute auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun. Die Bayern führen schon 5-1. Also die gewinnen halt auch nicht immer nur knapp, ne? Sondern haben ja auch eine Tordifferenz von 35. Auch eine Menge Tore geschossen, auch wenig kassiert. Wäre schon cool, wenn die auch so ein Niveau erreichen würden, dass es immer so ein Zweikampf wäre. Zwischen denen und uns. Ach, Michel. Guter Abschluss. Moin, Mourinhos. Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unser VIP. 3-0 gewonnen. War eine harte Nuss, auch wenn 3-0 natürlich so klar und deutlich ein daherkommt. Wenn man sich die Statistiken anguckt und auch die paar Gelegenheiten für die Augsburger, dann war das schon nicht ganz so einfach. Als nächstes kommen dann jetzt die Wölfe. Gut, jetzt sind die auf den 6. Rang abgerutscht, aber davor waren die halt 4. Pudu. Mit spektakulärer Leistung. Der ist schon sehr gut, ne? Fahneword ist wie alt? 24, sehr gut. 8 Jahre, klar, aber auch Martin wird noch viele Jahre lang für uns spielen können. Bin ich mal gespannt, wie wir das in den nächsten Jahren machen werden. Vielleicht sind Puto 1, 2 Jahre ausleihen. Sicherlich auch gut für ihn.
Oder aber wir haben irgendwann mal endlich in ein, zwei Jahren eine zweite Mannschaft in der dritten Liga. Dann wäre er halt ganze Zeit dort Stammkeeper. Die dritte Liga ist natürlich auch schon ein sehr gutes Niveau. Wie viele Partien haben wir noch? 4 Stück, okay. Elias wieder komplett im Training, also eigentlich ist alle bis auf Thomas, der noch ein bisschen brauchen wird, nicht mal allzu lange, und Ahmed Ceylan, der wahrscheinlich, ich glaube, so Februar, März wieder da sein sollte. Aber auch eine super Quote, 12 Partien, 2 Tore, 9 Vorlagen. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn in die erste Mannschaft zu nehmen. Ne? Das brauchen wir nicht, dieses Meeting. Ist ja bestimmt irgendwo eingestellt, dass es halt immer an diesem Meeting teilnehmen möchte, aber brauche ich nicht. Gut, 11 Tage bis 3 Wochen. Spielen wir dann nicht mehr in der Hinrunde, das ist, denke ich mal, klar. Pere Playa, der ist natürlich auch super. Aber Exzentrizität von 2. Und ich würde natürlich gerne einmal Putu fördern. Maximal 75 Minuten kriegt er hin. Kann Erling wieder in den Sturm. Ja, bleibt so. Nur 2 Wechsel, also schon für uns eher. Erstaunlich wenig. Auf zum nächsten Sieg. Wir wollen ja die Herbstmeisterschaft holen. Die Bayern spielen in Berlin. Okay, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Mal gucken, wie die und Berlin da mithalten werden. Aber ich muss schon sagen, ich hoffe schon auf einen Auswärtssieg für Rekordmeister. Gut abgelaufen von Felix. Und jetzt geht's nach vorne. Stammertyp. Toll gemacht von Mori, war wieder nach vorne getankt. Zurück auf Remy, der direkt weitergespielt hat. Handy? Cooler Name. Oder wenn er französisch, vielleicht Andy. Günther mit dem Konter für die Wolfsburg, aber Collins hält einen Fuß dazwischen und schon war es das. Und Dankeschön für immer noch 20 Zuschauer, jetzt 20 nach 2 Uhr. Okay, das waren jetzt viele Zweier, ne? In diesem einen Satz. Außennetz. Kann man mal probieren. Berlin-Bayern immer noch 0:0 nach 35 Minuten.
Und wir haben jetzt 10 zu 0 Schüsse. Erling wieder eher platt. Aber ich denke, die nächste Partie ist ja, glaube ich, gegen Belgrad. Na, da wird er wieder geschont. Da kann er sich wieder ein bisschen zurücklehnen, Kaffee trinken. Müsste eigentlich eine gelbe Karte sein für Remy. War schon eindeutig ein taktisches Foul. Hundertprozentige würde ich nicht ganz sagen, weil der war schon bestimmt ein bisschen überrascht. Aber kann man mal reinmachen. Okidoki. Wir waren noch mal platt. Themis ist, ne? Nee, nee, Erling. Du machst weiter. Bleibt knapp. Ein Schuss und das war's, ne? Oberlin ein Mann weniger. Sie müssen jetzt 30 Minuten gegen die Bayern zu 10 spielen. Das ist nicht ganz so einfach. Vor allem nicht, wenn die in so einer guten Verfassung sind. Keaton. Okay, wenn der Keaton heißt, denke ich mal Keaton Handy. Handy. Gelb-Rot. Auch für Elvis. Reckspitze. Coole Flanke. Na komm schon, Erling. Ist doch deine Chance jetzt. Also wirklich sehr gut den Ball im Spiel gehalten. Von Wolfsburg kommt einfach nichts. Lübe kann einem schon ein bisschen leid tun. Scheiben schießt. Mit mäßigem Erfolg. Optimal trotzdem.
Jetzt aber. Oh. Kein gutes Timing. Kann nicht wahr sein. Zum Glück führen wir schon 1-0. Und würde mich das ein bisschen mehr aufregen. Boah, Paslak mit einer 8,0, aber stimmt auch, der war sehr aktiv. Ach, geht doch. 2-0, Fehler von Nübel und Dreck ist der Ball drin. Kein Tor von Holland, aber immerhin eine Vorlage. Und die Bayern sind in Führung gegangen. Das ist natürlich sehr schade für die Berliner. Aber gut, mit einem Mann weniger dann auch noch, ne? Schwer. Yusuf, und jetzt bitte auf Erling spielen. Hamza ist nicht Erling. Natürlich verdient. Halt aber auch immer schön zu sehen, wie unser Gegenpressing funktioniert. Vielleicht mit so viel nee, abseits. Okay. Schade. 2-0 Bayern, okay. In den 90. Och man, das war aber super knapp, ne, für Erling. Da wird der wirklich einfach nur angeschossen. Der Lukas Klostermann. Vorbei. Auch diese Partie gewinnen wir. Und zu 0. Ich glaube, es blieb auch bei den 0 Schüssen für Wolfsburg. Schauen wir uns gleich mal an. Im Posteingang. Weil das nochmal zusammengefasst wird. Ah, natürlich super. Wir haben ein bisschen lange gebraucht für die Tore, ne? Aber schlussendlich zählt halt wirklich nur, dass wir am Ende dann doch noch gewonnen haben. Der Rest ist halt wirklich egal. Arnold wirbt für Megatransfer. Beziehungsweise Alexander Arnold. 33 zu 0 Schüsse. Und Hamza, ja. Gut. Natürlich nicht so eine gute Quote wie jetzt hier bei Sevilla. Aber sicherlich auch eine andere Position. Ich denke, bei denen hat er auf jeden Fall als Stürmer gespielt. Bei uns links außen. Und dafür nicht zum Beispiel 6 Tore, 11 Vorlagen wie in der letzten Saison. Wo ja schon ein Großteil der Scorerpunkte in der Rückrunde eingefahren wurde. Schon sehr gut.
So, machen wir noch eine Partie in dieser Episode. So, heute 3 und morgen in der morgigen Folge 2. Dann hätten wir direkt die Winterpause, also die Hinrunde, beendet. Dachte ich mir. Erling braucht ein Päuschen. Ach, jetzt kommt Hoffenheim. Mann, da braucht er wirklich eine Pause, ne? Mann. Ja, mal gucken. Ich denke, ich lasse in der Halbzeit spielen. Jetzt erstmal als Sportsitz die erste Halbzeit. Dann, wenn der Gegner ein bisschen müder ist, kann Erling 45 Minuten ran. Und gegen Belgrad wird er ja ohnehin geschont. Gut, man geht halt nicht, dass er jede Partie machen kann. Ist halt so. Was will ich da machen? Unzufrieden, weswegen? Ach, er will einen neuen Vertrag, okay. Spielt er ohnehin, aber lieber die Option weg, falls ich irgendwann mal andere Pläne mit ihm habe. So. Direkt Vertrag verlängert. Ja. Ändere ich was? Ja doch, Eduardo. Kann mal wieder rein. Mendes. Elias braucht noch Spielpraxis. Soll er auch kriegen. Und Olaf Wück. Erst ein Tor und 2 Vorlagen in dieser Saison. Da geht doch mehr. Der hat was gepiept. Okay. Esposito. Versucht's allein. Oder er wollte in die Mitte passen und der Keeper hat's gerochen. Kann auch sein. Ich bin nicht im Kopf von Sebastian. Boah. Guter Abschluss. Bayern zu Hause gegen Bochum. Also wenn die das nicht schaffen, das wird mich schon wundern. Remy 1-0 nach 16 Minuten. Schuh. Aus der Drehung. Ein sehr guter Schuss. Oder gesagt, sehr platziert vor allen Dingen. Na klar, da kriegt er natürlich die gewünschte Auswechslung. Seydou rechts. Für eine Stunde, für 60 Minuten kriegt er hin. Moriba muss auch geschont werden, wie ich sehe. Zur Pause. Komisch, obwohl der physisch so unglaublich gut ist, ne? Habe ich das Gefühl, dass man ihn häufiger schonen muss als andere Spieler. Oder eher gesagt, nicht seiner Stärke entsprechend. Oh, die Hoffenheimer spielen es ja immer ganz gut durch. Sollte man wirklich besser in die Zweikämpfe gehen, beziehungsweise mehr in die Zweikämpfe. Und da gehen die Bayern in Führung. Wir haben ja erst eine Partie verloren gegen uns. Hat irgendein Haar von mir im Mund. Lecker. Sehr schmackhaft. Hoffenheim hat hier zu viel von der Partie. Aber jetzt sind wir wieder dran. Komm, schick Esposito.
Du hättest noch einmal einen Schritt gehen können, so rechts am Torwart vorbei zumindest. So einen Winkel raussuchen, wo du vielleicht ein bisschen mehr Freiraum hast. So, auf jeden Fall Elix. Geht Esposito nach links. Und Haaland rein. Damit sind natürlich alle drei Wechsel schon durch. Seydou ist ja schon reingekommen für den verletzten Paslak. Und ca. 45 Minuten für Haaland plus gleich eine Schonung gegen Belgrad. Er wird da im letzten Spiel der Hinrunde sicherlich wieder fit sein. Oder eher gesagt, keine Pause mehr benötigen. Außerdem, ich denke mal, er will doch bestimmt den Rekord brechen, ne? Also muss man auch mal auf die Zähnchen weichen. Und beichen. Beißen. Sprachfehler incoming. Oder eher gesagt, Sprechfehler. Sucic. Klärt per Kopf. Ach, der gute Kelloggs. Ratet mich mit 5 Personen. Hallöchen. Dankeschön. Moin, Kelloggs. Was hast du denn gezockt, Formel 1? Hallo. Hallöchen an dich und an den 5 Zuschauern. Wie geht's euch so? Ach, wie ja, Football, stimmt. Stimmt. Ganz vergessen. Weiß nicht, wie ich jetzt auf Formel 1 kam, aber. Mit welchen Fallen hast du gezockt? Ja, kann ich mir vorstellen, ist auch spät, ne? Auch alles super. Alles super. Stimmt, Waldhof Mannheim, genau. Oder Waldorf Mannheim. Kann sein, dass es auch einen Verein gibt, der Waldorf Mannheim heißen aus Amateurliga. Oh, sehr gut gemacht von Elias. Direkt abgeschlossen. Und eine Vorlage für Wück. Jetzt halt Haaland bitte wieder. Sie brauchen wieder ein Tor. Ja gut, dann meinst du Waldhof Mannheim, ne? Mein Waldhof kenne ich. Ich dachte mir, vielleicht gibt es einen anderen. Ich glaube, ich schreibe mir wirklich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber so eine Excel-Tabelle, wo ich mir mal alle Leute notiere, die mich geradet haben, unter anderem Kelloggs oder der FM2-Kette, also die FM2-Kette. Und dann kriegen die das irgendwann peu à peu zurück. Sofern die natürlich live sind. Anders geht's ja nicht. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, heute gab es 3 Partien, 3 Siege. Und ja, morgen dann um 13 Uhr die letzten beiden Partien in der Hinrunde. Macht's gut.